Was öfter verlangt wurde, war ein Video, in dem Brozep über Steroide spricht. Beziehungsweise das Video heißt Die Wahrheit über Steroide, wie effektiv sind Anabolika wirklich? Und jetzt ist halt, also ich sag's mal so, was die Leute geschrieben haben, die mir das geschickt haben, ist erstens natürlich, die wollen alle wissen, ob ich glaube, dass Brozep wirklich netti ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch sagen soll, dass mir sowas echt egal ist. Na, aber ich werde versuchen, eine Einschätzung abzugeben. Gar kein Ding. Und das nächste Ding ist, dass die Leute geschrieben haben, wie findest du es, wie er über Anabolika redet und findest du nicht, er redet da so ein bisschen aus seinem Netty-Status heraus mit dem Fingerzeigen von wegen, ah, Stoff ist halt wirklich doch der Game-Changer. Und deswegen gucken wir uns doch das Video einfach mal an. Und ja, ab geht's. Seid ihr mit am Start? Einmal Brozep, die Wahrheit über Steroide, wie effektiv sind Anabolika wirklich? Am Science Sunday. Okay, er hat einen Science Sunday. Oh, nice. Ab geht's. Die Wahrheit über Steroide. Einige sagen, sie seien Wundermittel. Andere wiederum, dass sie nicht viel bringen würden und dass eigentlich alles nur harte Arbeit sei. Was stimmt nun? Du willst wissen, wie effektiv Steroide wirklich sind? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß dabei. Kurzes Vorwort, egal wie das Video ausgeht, ich persönlich habe nichts gegen Leute, die Steroide nehmen. Ich habe sogar Freunde, die was nehmen und wir sind immer noch cool miteinander. Also da herrscht jetzt irgendwie kein Hass oder das Verhältnis hat sich jetzt nicht verändert, nur weil sie früher natural waren und jetzt nicht. Ich persönlich respektiere jeden Menschen, egal welcher Religion, egal welcher Herkunft, egal welche Hautfarbe, egal ob natural oder nicht. Das spielt meiner Meinung nach gar keine Rolle. Solange ein Mensch andere Menschen respektiert, hat er eben... Erstmal natürlich hier True Story, was er sagt. Finde ich, also ist ja auch meine Denkweise. Ist doch scheißegal, ob einer was nimmt oder nicht. So, das ist ein Athlet, respektieren für die Arbeit, die er leistet. Und weil hier schon wieder Kommentare sind, ey, ich glaube nicht unbedingt, dass er natural ist und dies und das. Aber wenn, dann, oh, Riesenrespekt und so. Ich will seine Leistung jetzt gar nicht schmälern, aber auch hier, dasselbe, was ich vorhin mit den Androgenrezeptoren gesagt habe, das greift auch bei Naturalathleten. Also es gibt diesen einen von 10 Athleten bei Naturalathleten, die wirklich unglaublich gut aufbauen können. Das seht ihr auch bei der GNBF zum Beispiel. Ich hatte ja auch mal einen Athlet bei der GNBF-Meisterschaft und bei der GNBF ist es so, die Leute reißen sich alle gleich den Arsch auf. Die reißen sich so heftig den Arsch auf für ihre Träume. Ich habe da so viele tolle Athleten kennengelernt. Wirklich, das war ein super Tag. Das waren ganz, ganz tolle Menschen. Und Fakt ist, es läuft so. Jeder von denen reißt sich so unfassbar den Arsch auf, aber 99% von denen werden einfach nur dünn, weil natural halt. Und 1% von denen, die bleiben richtige Brecher, auf gut Deutsch. Und die gewinnen. Und das ist ein Brozep. Das ist ein Paul Unterleitner. Und das sind halt diese Kaliber. Das muss man dazu einfach mal sagen. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob natural oder nicht. Darüber können wir ja noch reden. Aber ein Brozep reißt sich genauso den Arsch auf, wie es jemand tut, der 10 Kilo leichter natural ist und einfach nicht hinterherkommt. Beim Brozep muss man einfach sagen, wenn er natural ist, ist das auch sehr, sehr viel Genetik. Ich möchte gar nicht anzweifeln, dass der Typ Ahnung hat von dem, was er sagt. Überhaupt gar nicht. Er scheint sich ja sehr viel damit zu befassen und ich denke, er ist auch für viele Naturalathleten der richtige Ansprechpartner, wenn es um sowas geht. Aber ich denke, ganz, ganz krass auch bei ihm eine genetische Geschichte, warum er so heftig aussieht. Mein Respekt verdient und vor allem Sportler, die eben für ihre Ziele alles geben. Also, wenn du mit den Konsequenzen leben kannst, dann feel free. Ab einem gewissen Alter ist jeder verdammt nochmal für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Aber warum ich dieses Video mache, ist einfach, dass viele Leute einfach falsche Sachen behaupten und damit Sachen verkaufen möchten, entweder ihr Wissen oder sonstiges, und das aufgrund ihres Körpers legitimieren. Und das ist einfach nur Verarschung. Also Leute, lasst euch nicht verarschen, informiert euch richtig und ich fange jetzt mit dem Video an, bevor ich hier zu weit abschweife. Auch hierzu nochmal, könnte man sich jetzt angegriffen fühlen, aber tue ich ganz und gar nicht, weil es ist ja genau das, was ich meine. Und das, was ich immer anprangere, ist, dass genau was er gerade sagt, dass viele Menschen sich irgendwelche berühmten Coaches suchen, weil die einen krassen Körper haben, aber völlig übersehen,
dass diese Menschen sich offensichtlich gar nicht mit der Thematik auseinandersetzen, sondern ihr Coaching nur mit der Argumentation ihres Körpers verkaufen. Das ist etwas, was ich total heftig anprangere. Und ich glaube, ihr habt noch nie in einem Werbevideo oder in irgendeiner Werbestory oder in irgendeiner Anzeige oder in irgendeinem Video, egal wann, habt ihr mich jemals sagen hören, du willst diesen Körper haben? Dann komm zu mir ins Coaching. Iron Mike. Und so, warum nicht? Weil das Bullshit ist. Weil das Bullshit ist. So, mein Körper hat einen Scheiß damit zu tun, wie gut ich jemanden coachen kann. Natürlich ist es für die Visualisierung und damit, sage ich mal, die Kunden besser attraktiert werden. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sagt man nicht so, nein. Aber egal. Natürlich ist es dafür hilfreich, dass ich gut aussehe oder dass mein Körper so ist. Aber es ist nicht der Faktor, der wichtig sein sollte. Denn auch hier spielt wieder Genetik mit rein. Die meisten Leute, die krass aussehen, die haben einfach auch genetisches Glück. Und abgesehen davon, ich bin eigentlich genetisch echt scheiße. Das wissen viele. Ich habe zum Beispiel ausladende Hüften. Ich habe schon immer eine Hängebrust gehabt auch. Das ist kein Scheiß. Und dagegen habe ich halt so mein ganzes Leben angekämpft. Das ist so meine Lebensaufgabe, gegen schlechte Genetik zu kämpfen. Mir werfen Leute auch vor, ich hätte gute Genetik. Das ist lustig. Aber Fakt ist, um das nochmal abzuschließen, ich gehe hier konform mit ihm, weil ich es nicht, wirklich nicht legitim finde, nur aufgrund einer krassen Form ein Coaching zu verkaufen. Ne? Das muss wirklich von deinen Skills kommen. Weswegen ich auch damals, um das nochmal zu untermauern, ohne jetzt Alexikon eine scheiß Form vorwerfen zu wollen, aber deswegen ich damals auch Alexikon als Coach gewählt habe, weil mich sein Wissen unfassbar beeindruckt hat. Und es war in einer Zeit, in der ihn wirklich jeder kritisiert hat. Da habe ich ihn als Coach gewählt. Weiter geht's. Also, erste Studie, 61 Männer hat man genommen, zwischen 18 und 35 Jahre waren diese Männer alt. Sie waren gesund, das heißt, der Testosteronwert war durchaus im Normalwert, das, was man eben erwartet, wenn man zwischen 18 und 35 Jahre alt ist. Die ganze Studie ging 20 Wochen. Es wurde eine Testosterongabe von 25 bis 600 Milligramm Testosteron pro Woche injiziert. Das ist aber ein großer Unterschied. Verabreicht und kein Training war erlaubt. Also die Leute durften nicht trainieren. Weder schweres Cardio machen, noch schwer arbeiten, noch sonstiges. Und 600 Milligramm ist vielleicht relativ viel in Studien. Ich glaube, ich kenne diese Studie. Ich glaube, ich kenne die sogar. Aber was man aus den Studios so kennt, ist es eher so eine Anfängerdosis. Meistens geht es dann irgendwie nach 3, 4 Jahren schon auf die 1 Gramm oder vielleicht sogar mehr zu. Und das ist natürlich dann deutlich mehr. Aber darauf gehe ich später ein, wie das sich verhält, wenn die Dosis sich erhöht. Und die Ergebnisse erstmal, je mehr Testo gespritzt wurde, ne, desto mehr Muskelmasse gab es. Das heißt, 25 hat weniger Muskelmasse erzeugt als 600 und so weiter und so fort. Also als 50 und dann 600 halt in der Studie am meisten. Und was kam noch raus? Die 600 Milligramm Gruppe hat 7,9 Kilogramm Muskelmasse zugenommen. Also Lean Body Mass von 7,9. Und bevor Leute sagen, hey, aber das ist nur Wasser oder sonstiges, erstmal, der Körper besteht zu einem extrem großen Teil aus Wasser und auch so die Muskulatur. Das heißt, es ist nur logisch, dass man auch Wasser zulegt. Auch wenn du normal Muskeln zulegst, legst du automatisch auch Wasser zu. Aber das Ding ist einfach, man hat hier den DEXA-Scan genommen und ich weiß, Leute, der DEXA-Scan ist nicht 100% korrekt. Ich habe dazu auch vor einem Jahr, glaube ich, schon ein Video rausgehauen und die ganzen Körperfettmethoden miteinander verglichen und habe auch dort festgestellt, dass der DEXA-Scan einfach nicht zu allen 100% genau ist. Aber lass es dann 7 Kilo sein oder meinetwegen 6 Kilo. Im Endeffekt ist es extrem viel. 6 Kilo Muskulatur oder in dem Fall 7,9. Es kann aber auch 8 sein. Das heißt, der DEXA-Scan kann ja nicht nur nach unten abweichen, sondern nach oben. Das heißt, 7,9 ist schon ein guter Wert. Sagen wir 8 Kilo. Wie viel Muskulatur in welcher Zeit? Das klingt aber schon utopisch hoch, oder? Also Leute, das klingt doch jetzt mal wirklich schon utopisch hoch, ne? Ist ja schon sehr viel. Und kein Training war erlaubt. Also ich habe schon ein, zwei Szenarien, in denen das möglich ist. 20 Wochen, okay. 20 Wochen sind jetzt auch nicht wenig. Lustigerweise hatten wir neulich bei Stack Attack auch jemanden, der innerhalb von ein paar Monaten wirklich extrem viel Kilo Muskelmasse zugenommen hat. Das ist nicht unmöglich. Aber ich würde gerne mal einen Blick auf die Studie werfen.
Studie 1, sagt er, das ist der erste Link hier. Nee, ist okay, lass auf Englisch, alles gut. Ist es die? Okay, hier sind es 43 Athleten. Placebo, vier Gruppen. Nee, das ist eine andere Studie. Und hier sind es direkt mal 600 Milligramm, ne? Also hier sind es direkt 600 Milligramm. Das sind die Methoden. Das jetzt, nehmen wir mal die Studie einfach. 43 Athleten, aber hier wurde auch trainiert. Wir haben vier Gruppen. Wir haben einmal eine Gruppe kein Training. Dann haben wir Testosteron und kein Training. Dann haben wir Placebo plus Training. Und dann haben wir Testosteron plus Training. So, 600 Milligramm haben sie bekommen. 600 Milligramm ist aber auch ganz schön heftig, ne? Für jemanden, der noch nie was genommen hat. Und dann soll das kein Wasser sein. Das kann doch vorne und hinten nicht stimmen. Also das Erste, was du bei 600 Milligramm Testo zunimmst, bei jemandem, der noch nie Testo genommen hat, wegen den Androgenrezeptoren, die eigentlich viel weniger nur aufnehmen können. Du hast sofort eine Feedbackschleife und extrem viel Aromatase. Und ich gehe nicht davon aus, es steht zumindest nicht hier drin, dass Aromatase immer verabreicht wurden. Also egal, was jetzt irgendwie da rausgekommen ist, aber es kann nicht sein, und es muss dann am DEXA-Scan liegen, weil der ist ja dahingehend auch dafür bekannt, dass da irgendwas nicht so ganz immer stimmt. Es kann nicht sein, dass da das Wasser nicht mit reingespielt hat. Es ist nicht möglich. Weil allein wenn wir uns jetzt physiologisch mal damit beschäftigen, wissen wir, dass hohe Dosen an Testosteron immer aromatisieren. Das heißt, und hier wurde nirgendwo von einem Aromatasehemmer gesprochen und mit Sicherheit wurde der auch nicht administriert. Wir können uns sicher sein, dass extrem viel aromatisiert wurde. Das muss einfach sein. Bei 600 Milligramm ist es im Bereich des Unmöglichen, dass jemand, der vorher noch nie etwas genommen hat, nicht aromatisiert. Das muss man hierzu einfach sagen. Ganz wichtig. Aber scheinbar haben wir hier die falsche Studie. Was ist denn hier? Nächste. So. Testosterone-induced increase in muscle size in healthy young man is associated with muscle fiber hypertrophy. Muskelfaserwachstum. Okay, jetzt geht es hier um Muskelfaserwachstum in healthy young man. Also sind alle gesund. 18 bis 35, das haben wir doch eben gehört, oder? Das stimmt doch jetzt. 18 bis 35, hier sind wir zu Hause. Gut. Also, 18 bis 35, supraphysiologisches Level. Aha. Also die haben hier Testosteron Replacement Doses, also quasi THT-Dosierung bei gesunden hypogonadalen Männern. Hypogonadal heißt, du hast quasi keine Produktion mehr von LH oder FSH oder halt auf gut Deutsch auch geschrumpfte Hoden infolgedessen. Das bedeutet, also das nennt man Hypogonadismus, das habe ich auch in meinem HCG-Video beschrieben. Das ist quasi, wenn du von dir aus kein LH und FSH mehr produzierst und deswegen kein Testosteron-Level mehr hast. Ne? Und supraphysiologische Dosierung, also über das normale körperliche hinaus, bei Eugonadalen, also bei Leuten, bei denen das quasi normal lief. Okay, und dann wurde die Muskelgröße quasi verglichen. To determine whether testosterone-induced increase in muscle size is due to muscle fiber hypertrophy. 61 healthy man, 18 bis 35, received monthly injection of gonadotropin. Okay, hier wurde auch ein GnRH Agonist genommen, also quasi sowas wie exogenes LH oder FSH, sowas wie HCG, damit quasi die Leute eine Suppression erfahren, beziehungsweise nein, andersrum. To suppress endogenous testosterone, so rum, okay. Also die haben ihr endogenes Testosteron unterdrückt und haben sich dann die Injects quasi gegeben. Und hier kommen dann eben diese extrem variierenden Dosierungen zustande, ne? Also Leute, gut. Bin ich der Einzige, der hier nirgendwo sieht, dass nicht trainiert wurde? Das steht hier doch gar nicht. Also die Parameter, das Studiendesign ist hier gar nicht beschrieben. Also wo sind denn die Parameter? Hier steht ja gar nicht, was die gemacht haben, was die durften und was die nicht durften, oder was die durften, oder ob die trainiert haben oder nicht. Das steht hier ja gar nicht dabei. Interessant. Also das Erste, was ich hier sehe, ich persönlich sehe es nicht, vielleicht bin ich bescheuert. Ich sehe nicht, dass hier steht, dass nicht trainiert werden durfte. Und ganz wichtig, auch mal kurz was Grundsätzliches. Was ganz Grundsätzliches. Wenn wir jetzt davon ausgehen,
dass wir zwei Gruppen haben, die nicht trainieren. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, bevor wir weiter zuhören. Dann haben wir doch zwei Gruppen, und das ist das Allerwichtigste an der ganzen Sache, dann haben wir doch zwei Gruppen, die einer normalen Tätigkeit nachgehen, einer normalen Bewegung. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass sehr, sehr wohl, egal welchen Aufwand du muskulär erbringst, der mit Testosteron natürlich mehr Ertrag bringt, muskulär gesehen, als ohne Testosteron. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz blöd vergleichen würden, ob jemand vom Treppensteigen Muskulatur bekommt, mit und ohne Testosteron, dann hätte der mit Testosteron definitiv immer mehr davon, auch wenn es prozentual gesehen nicht viel ist. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das muss man hierzu einfach sagen. Und das heißt, natürlich ist ein Athlet, der nicht trainiert und auf Testosteron ist, durch seine Alltagsbelastung mehr im Muskelaufbau als jemand, der ohne Testosteron ist. Gar keine Frage. Das kann man schon so unterschreiben. Und es wird, glaube ich, auch in, also ich kenne die Studie, die er meint. Eine davon kenne ich auf jeden Fall. Die eine hatte ich schon mal gesehen. Das wird da halt eben auch nicht berücksichtigt. Okay. Weiter geht's. Also. So, das wurde schon oft auseinandergenommen, dass das 2020 immer noch Thema ist. Ja, ich reagiere hier auf etwas quasi, das mir geschickt wurde. Wenn das dir nicht gefällt, mein Lieber, dann musst du ja nicht hier bleiben. Ist ja alles gut, ne? Jetzt hören wir mal ein bisschen weiter zu. In 20 Wochen ohne Training ist schon heftig. Ich habe euch auch eine zweite Studie verlinkt, die genau auf diese Studie sich bezieht und das Ganze dann praktisch ja nochmal bestätigt, dass es sich dabei um Faserwachstum gehandelt hat. Kein Wasser, Faserwachstum, Muskelwachstum. Alright, nächste Studie. Hier hat man 40 Männer genommen und die in vier Gruppen aufgeteilt. Okay. Das Ganze ging 10 Wochen lang. Und die vier Gruppen waren folgendermaßen aufgeteilt. Also man hat eine Gruppe, die hat nicht trainiert, das war die Placebo-Gruppe, und die hat auch nichts genommen. Und dann gab es eine weitere Gruppe, die hat was genommen, aber nicht trainiert. Dann gab es noch eine Gruppe, die hat trainiert, aber nichts genommen. Und wer jetzt ganz gut aufgepasst hat, der weiß, die letzte Gruppe, da bleibt ja nur noch eine Kombination übrig, und zwar Training plus was genommen. Alright. Und was kam raus? Also die Placebo-Gruppe hat halt nichts aufgebaut, logisch, nicht trainiert, nichts genommen, nichts aufgebaut. Die zweite Gruppe, das war die Gruppe, die trainiert hat, aber nichts genommen hat. Die hat 2 Kilo aufgebaut. Die Gruppe, die was genommen hat, aber nicht trainiert hat, hat 3 Kilo zugelegt. Das heißt, Stoff ohne Training ist in den ersten, wie viel, 10 Wochen auf jeden Fall, effektiver als Training ohne Stoff. Also das ist schon erstmal krass, dass man das irgendwie ja mal sich vor Augen führt. Und hier hätte man das auch schon irgendwie sich zusammenreimen können, weil 8 Kilo Muskeln in 20 Wochen, no way, das wirst du niemals, niemals natural in den ersten Jahren aufbauen können. Vielleicht im ersten Jahr, wenn alles gut läuft. Ja, die meisten. Mike, zwinker in die Kamera, wenn du glaubst, dass Paul Unterleitner stopft. Ihr seid so heftig, ey. Ich habe ja eben schon kurz über Paul Unterleitner gesprochen, also alles gut. Ja, also wie gesagt, ich kenne das Ganze auch. Also hier sind ein paar Sachen, die mir direkt auffallen. Also zum Ersten, es wird hier halt völlig außer Acht gelassen, dass eine normale Arbeitsbelastung oder eine normale Belastung des Körpers definitiv auch schon unter Steroideinwirkung mehr Muskulatur aufbauen kann oder mehr Effekt haben kann als ohne. Des Weiteren, bei einer Dosierung von 600 Milligramm Testosteron ist es absolut unmöglich, dass kein Wasser gezogen wird. Das heißt, hier wurde eine Fe also ich unterstelle jetzt oder ich sage jetzt mal, es ist wahrscheinlich, dass hier eine fehlerhafte Messung des Prozentsatzes von Muskelmasse und extrazellulärem Wasser vorgenommen wurde. Das muss ich hier einfach mal so in den Raum stellen oder unterstellen. Aber abgesehen davon, das sind so die ersten Sachen, die mir direkt ins Auge fallen, wo ich sage, das kann nicht zusammenpassen. Es ist nicht möglich, dass bei 600 Milligramm Testosteron reine Muskelmasse zugenommen wird ohne Wasser. Das kann nicht sein. Also das heißt, ein Großteil des Gewichtes muss eben durch Wasser kommen. Das weiß jeder, der einfach mal zu viel Testo geballert hat und schon gar nicht und schon erst recht ohne Aromatasehemmer. Das ist ganz, ganz wichtig. Des Weiteren ist halt auch noch wichtig zu sagen, dass, wie gesagt, es macht eben schon einen Unterschied. Man müsste, um zu sagen, nichts tun und Testosteron bringt was oder bringt mehr, hätte man die wirklich quasi ja, zu Hause einsperren sollen,
hinlegen sollen, kontrollieren sollen, was sie machen. Und dann hätte man sagen können, nichts tun, ist der Fall gewesen, ne? Also, von dem her, weiter geht's. Kann man relativ gut abkürzen, aber wir hören es uns noch zu Ende an. Und ich habe da noch eine Geschichte, noch eine Erklärung, die auch an das Thema von vorhin wieder anknüpft mit der Genetik, warum es sein kann, dass doch der ein oder andere sehr viel aufbaut und nicht nur mit Genetik, sondern mit ein paar anderen, ja? Nehmen ja auch natürlich viel Körperfett zu und denken, das sei Muskelmasse. Und im Endeffekt, wenn sich dein Körperfettanteil auch nicht geändert hat, dann hast du auch Fett zugelegt, weil wenn du nur Muskelmasse zugelegt hättest, dann wäre der Anteil von Muskelmasse ja viel mehr zu der Fettmasse, weil die ja konstant geblieben ist. Und du hättest sogar deinen Körperfettanteil deutlich gesenkt. Deswegen 20 Wochen 8 Kilo und hier hat man 10 Wochen 3 Kilo. Es kommt ja auch irgendwie ungefähr hin, ne? Und die Gruppe, die natürlich trainiert hat und was genommen hat, die ist natürlich explodiert. 6 verdammte Kilo in 10 Wochen. Wie gesagt, das Ganze ist halt Wachstum, ja. 6 Kilo reine Muskelmasse in 10 Wochen. Also Muskelwachstum und nicht irgendwie Wasser oder sonstiges. Und das haben auch einige Leute unter dem letzten Video geschrieben, welches ich schon zu diesem Thema gemacht habe. Dort habe ich mich eigentlich nur auf die Studie, glaube ich, bezogen oder auf die, ich weiß gar nicht mehr, aber nur auf eine. Und das ist auch eine Studie, die das noch weiterhin praktisch backup, ne? Also das Ganze halt noch ein bisschen unterstützt. Und nochmal die dritte Studie, die nochmal ganz klar sagt, es ist kein Wasser, sondern einfach nur Muskelwachstum. Und natürlich gibt es ja auch unter diesem Video bestimmt einige Leute, die zweifeln werden. Es wird sowas kommen wie, Sepp, du willst doch nur deine Muskelpedia verkaufen. Okay, aber was hat das jetzt mit der Datenlage zu tun? Das ändert ja nichts an dem Okay, Inhalt. aber das Argument ist ja wirklich Schwachsinn, oder? Also niemand unterstellt jetzt hier das. Also wer dann hier den Brosep hier einen Strick draus drehen will, der ist hängen geblieben. Zumindest was das Muskelpedia angeht. Also ich muss jetzt eine Sache mal sagen. Wir sind noch nicht fertig, ich weiß, aber ich möchte jetzt, weil ich gleich halt, ich höre halt zu, ich werfe einen kleinen Blick in die Studie. Ich kenne eine davon auch mit Sicherheit. Ich habe das Thema schon mal irgendwo gehabt. Und ich muss aufpassen, ich spanne hier ganz schön gerade an, wenn ich mich so auflehne, ne? Aber es funktioniert alles wieder, ist alles gut. Mir fallen halt direkt einige Sachen auf, die vom Studiendesign her so nicht passen können. Ist halt meine Meinung. Ne? Also von wegen, wie kann es sein, dass ohne Wasser zugenommen würde bei 600 Milligramm Testo bei einem, der vorher noch nichts genommen hat? Das ist nicht möglich. So, das heißt, in der Messung, es muss ein Problem in der Messung der Muskelmasse, des Muskelmasse-zu-Wasser-Verhältnisses entstanden sein. Irgendwo muss da eine fehlerhafte Messung gewesen sein. Das ist das Erste, das ganz klar hervorsticht. Von Aromatasehämmern wird auch nirgendwo gesprochen. Das Zweite. Es wurde eben nicht darauf eingegangen, welcher Arbeit die Menschen nachgegangen sind. Und es wurde eben nicht erwähnt, dass auch eine Bewegung im Alltag zur Folge haben kann, beziehungsweise einen Unterschied ausmachen kann zwischen Testosteron und Nicht-Testosteron. Was ist, wenn der eine Mensch jetzt einen anstrengenderen Job gehabt hat als der andere? Darüber erfahren wir nichts. Im Studiendesign müsste festgelegt sein, dass jeder von denen während dieser Zeit genau die gleiche Alltagsbeschäftigung hatte und der auch genau gleich nachgegangen ist. Nur dann könnte man hier davon sprechen, dass gleiche Verhältnisse herrschen. Das ist ganz wichtig. Ob die jetzt beide im Bett gelegen hätten und nichts getan hätten, das wäre das Beste. Oder ob alle beide einer körperlichen Arbeit nachgegangen sind, das muss geklärt werden. Denn wenn beide einer körperlichen Arbeit nachgegangen sind, sogar wenn es die gleiche ist, dann profitiert der auf Testosteron deutlich mehr von der Arbeit. Und das ist auch etwas, das stützt ja auch trotzdem hier die Aussage und die Kernaussage unseres Brosaps etwas. Denn er möchte uns hier zeigen und sagen, natürlich macht es einen Unterschied, wenn man Steroide nimmt. Und das muss ich auch ganz klar unterstreichen. Es hat noch nie jemand gesagt, dass es nicht signifikant ist, ob du Steroide nimmst. Das ist Quatsch. Denn sonst würde die ja keiner nehmen, sonst bräuchte die ja keiner mehr. Also jeder, der erzählt, die Steroide machen gar nichts aus, sondern es ist wirklich nur das Training, der labert Scheiße. Natürlich bringen die Steroide was. Ich bin nur einer, der sagt, tatsächlich ist es so, dass du von Testosteron nicht die Welt erwarten darfst, außer schnelle Gewichtszunahme durch Wasser zum Beispiel, gar keine Frage. Oder wenn es deine allererste Kur ist, und dazu kommen wir jetzt, das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte,
dann kannst du schon den ersten Schub richtig ordentlich mitnehmen. Denn deine Androgenrezeptoren sind bis dato, ich nenne es jetzt mal jungfräulich, und können extrem gut stimuliert werden, was das angeht. Ne, das heißt, es ist tatsächlich möglich, vor allem wenn du genetisch dafür ausgelegt bist, wenn es deine erste Erfahrung mit Testosteron ist, dass du ganz schön zulegen wirst. Aber auch hier, ein großer Wassereinteil ist mit dabei und deswegen muss ich die Messmethode extrem in Frage stellen. Weil bei einer hohen Dosierung von Testosteron, vor allem wenn es die erste Kur ist, wird aromatisiert. Stark. Weil die Feedbackschleife direkt aktiv wird. Weil du eben sofort sehr stark supraphysiologische Level hast. Und das bedeutet, wie gesagt, er hat natürlich recht. Jeder, der sagt, dass Testosteron eigentlich gar nichts bringt, sondern es macht nur die Ernährung, das stimmt nicht, sonst würde man es nicht nehmen. Ich persönlich sage aber auch, Testosteron ist nicht der Game Changer. Es kann dir Schübe verpassen, vor allem am Anfang, wenn du das ganz von Anfang an nimmst, sage ich mal. Deswegen sage ich auch jedem, er soll mit sehr, sehr wenig anfangen. Weil die erste Kur, so effektiv wie die erste Kur, wird nie wieder eine Kur sein. Kur. Ne? Also so effektiv wie der erste Stack, wird nie wieder ein Stack sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es nicht notwendig, am Anfang viel zu nehmen. Nimmst du am Anfang viel, dann wirst du zunehmen, das garantiere ich dir. Und du wirst auch diese Zahlen wirst du sicher hinbekommen. Aber safe. Und dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Keine Muskulatur. Völlig egal, was in dieser Studie rausgekommen, gemessen wurde, wie auch immer die das zustande gebracht haben. Du wirst mit dieser Dosierung als Anfänger oder als Ersteinsteiger im ersten Stack in 10 Wochen safe nicht reine Muskulatur in diesen Kilogrammzahlen bekommen. Es sei denn, du bist einer von diesen genetischen Wunderkindern. Eins davon. Das ist möglich. Wobei ich aber bezweifle, dass das für alle in der Studie galt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Halt des Videos, ja. Das Video ist ja immer noch so, wie es ist, die Datenlage ist so, wie es ist. Und ich würde es lieben, wenn jemand wirklich ein krasses Argument bringt, warum diese Studien eben nicht so brauchen. Wahrscheinlich waren die auf Testo alle auf dem Bau und die andere Gruppe im Büro. Ja, nein, nein, die andere Gruppe hatte Homeoffice. Sind oder sonstiges oder warum vielleicht sogar Gegenstudien zeigt. Ich habe keine gefunden, keine gesehen bis jetzt, die eben zeigt, dass vielleicht Steroide weniger wirken. Aber im Endeffekt kommt dann immer sowas wie, Sepp, aber du stoffst doch selber. Was hat das denn mit dem Video zu tun? Richtig, gar nichts. Und das Argument vom Wasser haben wir jetzt draußen, das Argument von, ich weiß nicht, ja, dass ich irgendwie irgendwas davon hätte, dass ich das erzähle, haben wir damit auch draußen, weil ich argumentiere ja mit Fakten. Ihr seid schon echt lustig, also der Stream ist schon lustig. Waren alles Gerüstbauer und dies und das. Also, er hat ja am Anfang auch gesagt, keine schwere Arbeit, aber das habe ich jetzt im Studiendesign nicht rausgelesen. Aber gut, wir hören nochmal weiter. Fakten und nicht mit Meinungen. Ich könnte sagen, ja, Stoff wirkt so krass. Und es ist einfach so. Wie gesagt, ich würde es sogar lieben, wenn jemand wirklich richtig gute Argumente oder auch Gegenstudien in die Comments bringen würde, weil das würde wirklich jeden in dieser ganzen Industrie mal schlauer machen, weil die meisten Experten eben das halt eben glauben, was jetzt gerade so, was ich euch gerade vorgetragen habe. Und ich glaube das auch. Und ich bin immer offen für neue Sachen. Und noch ein weiteres Argument, was auch ziemlich häufig kommt. Viele Leute im Gym nehmen doch was, warum sehen die nicht danach aus? Und das ist relativ einfach erklärt. Wenn du jetzt einen Anfänger hast, der 10 Wochen oder meinetwegen 20 Wochen was nimmt, dann hat er vielleicht 10 Kilo, ja, Zuwachs gehabt. Und diese 10 Kilo, die verliert er natürlich irgendwann wieder, weil er dann aufhört mit dem Training und vielleicht absetzt. Oder sogar beides. Und dann ist es doch nur logisch, wenn du einen Anfänger hast, der 10 Kilo zugelegt hat, dann hast du niemanden, dem du das ansehen willst. Freudscher Versprecher, jetzt hau die aber raus hier im Chat. Würdest, dass er was nimmt. Wenn er aber jetzt 3, 4 Jahre durchgängig was nehmen würde, dann wäre die Sache wahrscheinlich anders. Viele Leute kuren und setzen ab, verlieren dann vieles wieder. Und im Endeffekt sind sie wirklich nie über dem Status des Naturalathleten, sag ich. Ja, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Wir können sowas natürlich nicht mit dem Otto Normalverbraucher im Studio vergleichen. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Du nimmst was und dann verlierst du die Motivation, weil du nach 3 Monaten absetzt. Nach 3 Monaten hast du sowieso keine Muskeln aufgebaut. Also großartig, auch wenn die Studie hier uns das erzählen möchte. Um das Ganze nochmal vielleicht auch auf Brosep nochmal umzumünzen. Ich finde, er leistet hier wirklich eine sehr, sehr gründliche Arbeit. Und um das ganz klar nochmal zu sagen,
Das hat er eben gesagt und es stimmt auch. Er macht doch hier nichts anderes, als die Evidenz, die ihm vorliegt, vorzutragen. Und das macht er gut. Und er kann nichts anderes tun, als sich auf die aktuelle Evidenz zu stützen. Das ist das, was er jetzt tun kann, wenn er über dieses Thema sprechen möchte. Er hat hier aussagekräftige Studien gefunden, die sogar noch quasi durch andere Studien wiederum gestützt wurden. Viel später kommen dann Leute wie wir, die die Thematik ein bisschen verstehen. Und sagen sich, hört sich für mich nicht an, als könnte das so korrekt abgelaufen sein. Fakt ist aber, er stützt sich hier schlicht und einfach auf eine aktuelle Datenlage, die so verifiziert existiert. Und das kann man ihm nicht vorwerfen. Ganz wichtig, das kann man ihm nicht vorwerfen und das trägt er hier absolut gut vor. Und deswegen finde ich auch nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt irgendeine Hetzpropaganda ist, sondern er macht nichts anderes, als sich auf Datenlage stützen. Ich glaube aber nicht, wenn ich ehrlich bin, dass es nicht Evidenz gibt, die das Ganze nochmal anders darstellt. Mann, ey, das müsste man jetzt halt raussuchen. Das ist ein Haufen Arbeit, aber Mann, er sagt ja selber, er ist offen dafür. Eigentlich müsste man sich mal auf die Suche machen nach Evidenz, die das Ganze nochmal etwas anders darstellt. Aber im Kern ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Punkt 1. Brosep hat recht. Natürlich sind Steroide ein Gamechanger. Jeder, der sagt, nee, ich nehme Steroide und die machen eigentlich nichts, sondern ich arbeite nur viel mehr und plötzlich wachsen die Muskeln auch mehr. Der träumt oder der belügt euch. Fakt ist, die Dinger werden ja genommen, um mehr Performance zu ermöglichen und bessere Regeneration. Dadurch hast du mehr Muskelwachstum. Ich persönlich finde aber, diese Studie stellt Steroide dar, als wäre das ein Hokuspokus-Effekt. Innerhalb von 10 Wochen 7 Kilo. Wie viel haben wir denn dann in 52 Wochen? Das bedeutet, die offene Klasse kann ich nächstes Jahr eigentlich locker angehen, weil es ist ja auch noch reine Muskelmasse. Also wenn man dieser Studie glauben möchte, kann ich nächstes Jahr trocken in der offenen Klasse starten. Mit Testosteron. Sind wir uns da einig? Und dementsprechend, ja. Also das muss man dann auch mal irgendwie so weit zu Ende denken und sich einfach sagen, das kann doch irgendwo nicht stimmen. Aber wie gesagt, nochmal zurück zu Brosep, er macht hier nichts anderes, als sich auf die aktuelle Evidenz zu stützen und trägt das auch gut vor. Natürlich kann man jetzt sagen, das hat so Geschmäckle, wie man so schön sagt. Wer hat das gesagt? Marcel von Garnikus hat das, glaube ich, gesagt. Liebe Grüße hier. Weil es ihm natürlich in die Karten spielt. Also es ist natürlich jetzt so, ein Brosep trägt jetzt diese Studie vor, die tatsächlich sehr fragwürdig erscheint. Und sie passt ja super zu der Thematik und zu der Ansicht, die er vertritt. Könnte man ihm jetzt vorwerfen? Klar. Jedoch muss ich hier wieder zuguteheißen, dass er zum einen wirklich recht hat mit dem, was er sagt und mit dem, was er ausdrücken will. Zum anderen sich im Intro sehr neutral gegeben hat, was er gut rübergebracht hat. Und zum dritten eben auch nichts anderes tut, als sich auf eine Datenlage zu stützen. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als das, was ich auch tue, wenn ich euch Supplement-Reviews oder irgendetwas vortrage. Und das ist eben alles, was wir tun können. Mehr haben wir nicht. Es gibt ja auch diese Menschen, die sagen, und die Studien und morgen kommt wieder irgendwas anderes raus. Ja und? Jetzt ist es aber so. Was bringt dir das denn? So, da, ne, wenn ich zu den Leuten sage, nein, Süßstoff ist nicht krebserregend, du kannst Süßstoff konsumieren. Ja, aber morgen kommt wieder was anderes raus. Aber was ändert das denn am Heute? Frage ich dich. Was ändert das denn am Heute? Wir können doch nichts anderes tun, als uns auf die aktuelle Datenlage stützen und danach arbeiten. Das ist das, was die Wissenschaft ist. Eine wissenschaftliche Aussage muss falsifizierbar sein. Das bedeutet, sie muss in ihrem Kern widerlegbar sein. Und so funktioniert das. Morgen könnte das Ganze schon wieder anders aussehen. Je öfter sich das bestätigt, desto erhärteter gilt diese Aussage. Ne? Aber ansonsten ist es einfach so, dass im Kern das Ganze natürlich widerlegbar ist. Und es bedeutet, unsere ganze Wahrheit könnte sich morgen schon wieder auf den Kopf stellen. Aber wir können doch nichts anderes tun, als mit bestem Gewissen nach dem zu arbeiten, was wir jetzt gerade wissen. Und was wir jetzt gerade aktuell quasi an Evidenz haben. Ganz wichtig. Und im Endeffekt hat er das getan. Meine persönliche Einschätzung über diese Studie, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, ist, dass diese Ergebnisse so nicht zustande kommen können.
Punkt. Ich habe ein paar Gründe genannt, die ich als Faktor dafür wahrscheinlich erachte oder als für Schuld halte, sage ich mal. Und ich denke, ich liege damit auch nicht falsch. Und ich möchte noch mal zum Ende hin sagen, es ist absolut nicht unmöglich, dass jemand, der noch nie Testosteron genommen hat, in kurzer Zeit extrem viel zunimmt, wenn er anfängt, welches zu nehmen, vor allem so viel. Es ist jedoch sehr wohl unmöglich, dass es reine Muskelmasse ist ohne Wasser. Das dazu nochmal.